Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Starlight Drive-In. Und ja, es ist schon ein bisschen traurig. Wir haben die letzte Versorgungsroute, die wir jetzt verbinden werden. Und dafür müssen wir erstmal die Versorgungsroute, die hier womöglich dann noch steht, kappen. Aber vielleicht steht da auch gar keine. Mal sehen, was uns unser Vault-Tec-Besucher-Bewohner-Verwaltungssystem, was es uns sagt. Beschäftigungsübersicht. Karawanen, eine. Okay. Aus Arbeitsstelle entfernen. Ja, wie viele Personen möchten Sie von Ihrer aktuellen Beschäftigung abziehen? Eine? Eine? Eine. Ja, das hat dann ja schon mal gut geklappt. Oh nein, wir haben es kaputt gemacht. Kein Problem. Da gehen wir nochmal dran. Ist ja auch schon alt. Das sieht man ja schon. Ja, wobei es dann wohl doch geklappt hat, denn jetzt haben wir hier keine Karawane mehr drin. Dann müssen wir denjenigen welchen nur noch suchen. Zwei Arbeitssuchende haben wir hier. Ja, wo haben wir denn hier eine schöne Glocke aufgebaut? Oh. Aufbereitetes Wasser, so viel. Wie schön. Ja, ich freue mich schon, dass wir bald wieder anfangen können, jetzt zu bauen, nachdem wir diese Versorgungsroute hier fertig haben. Da ist eine Glocke. Und was wird denn hier rausgesaugt? Wasser. Kein Problem, das wird dann ja auch sofort einsortiert nachher. Und zwar in unserer gigantischen Fabrik. Ja, ich freue mich, dass wir so etwas hier hingebaut haben. Das ist doch ganz schön, dieses System. Mit den vielen, vielen Sortierern, Komponentensortierern und so weiter. Aber wo ist der Versorger wieder? Die Melone schafft es nicht, da durch den Trichter. Ich sehe viele Farmer hier. Ja, immer mit der Ruhe, lasst euch ruhig Zeit. Der Tag ist lang. Ist ja auch warm, wahrscheinlich die Sonne scheint. So langsam könnten wir aber durchaus schon einen Versorger hier sehen, irgendwo. Die Karotten. Da hinten auf dem Fließband. Sieht man, dass alles schön hier arbeitet und funktioniert? Ja, ja, ich brauche euren Versorger. Der da ja eigentlich dann schon bekleidet sein müsste teilweise. Was ist los? Okay. Sehen wir jetzt so nicht, dann gucken wir einmal ganz fix hier durch, wer denn keine Aufgabe hat. Halt, 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 halt. Warum stellst du dich nicht zur Glocke wie die anderen? Brav.
Kein Versorger. Da ist Curie. Gut, die hat auch nichts zu tun gerade. Ja, was soll ich sagen? Das kennen wir ja schon. Ja? Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ja, hoffentlich nicht. Das finde ich auch. Ganz wichtig. Da oben läuft noch einer. Ja, es dauert ein bisschen, bis alle hier sind. Es ist ja doch eine etwas größere Siedlung. Etwas verzwickt hier alles mit vielen Ecken. Gut, ich sehe aber immer noch keinen Versorger. Nun, wir wollen, wenn wir den Versorger denn finden... Wollen wir erstmal seine Sachen abnehmen. Was brauchst du? Dann natürlich die Sachen schön umbenennen wieder. Und dann wollen wir ihm die richtige Versorgungsroute zuweisen. Was ist los? Geben. Was brauchst du? Ja, es tut mir leid. Ihr sind jetzt scheinbar schon alle. Also ich zähle das jetzt nicht durch, oder? Aber es ist kein Versorger dabei. Es sieht jetzt nicht danach aus. Nanu, zu wenig Energie haben wir. Und... ...31 Leute. Ja, sonst nehmen wir jemand anders. Ja, kein Versorger hier, was? Wie es aussieht, nein, kein Versorger ist hier. Ja, die Farm ist nicht. Moment, die Stimme kannte ich. Aber immerhin etwas. Ah, das ist aber nicht das typische Versorgergesicht, das wir da sehen. Was brauchst du? Den Versorger hat ihn jemand gesehen. Was ist los? Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Dann machen wir das halt ohne den Versorger erstmal und benennen erstmal dann die Kleidung um. Anders scheint es dann jetzt nicht zu gehen. Brauchst du was? Was ist los? Fangen wir mit der Kleidung an. Hier haben wir etwas Polunder und Hose erstmal von Starlight Drive-In nach Ten Pines Bluff. Das besteht ja dann nicht mehr. Und das geht dann nach Sunshine Tidings Cooperative. Polunder und Hose. Sunshine Tidings Kooperativ, haben wir das so geschrieben? Oder doch so? Das ist egal. Das werden wir schon auseinander friemeln können. Wenn wir das sehen, wissen wir schon, ob es richtig ist oder nicht. So, das war der erste Streich mit der Kleidung. Und natürlich den Versorger werden wir noch finden müssen. Brauchst du was? Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Was ist das für ein Gesicht? Ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ich dachte, ja, Arbeit tut weh. Keine Zeit zum Reden. Alles tut weh. Ich dachte, das wäre der Versorger, so der Frisur nach zu urteilen, aber das Gesicht passt ja gar nicht. Hatten wir überhaupt schon mal jemanden mit so einem Gesicht? Das finde ich jetzt ganz interessant. So, wir bimmeln nochmal. Rafft euch mal ruhig alle zusammen hier. Was brauchst du? Ja, okay, die Frisur stimmt. Dann nehmen wir ihn hier nämlich als Versorger. Aber da müssen wir doch erstmal die Waffen umbenennen. Ja, und wir fangen an natürlich mit der 10mm Pistole der Verbesserten. Und es geht von... Starlight Drive-In. Auf nach... Ja, hier sieht man's. Wir haben doch kooperativ mit C geschrieben. Dann lassen wir das jetzt auch so. Dann eine Machete. Das ist schon umbenannt. Und dann das Plasma-Scharfschützengewehr. Das ist noch nicht ganz umbenannt.
Sunshine Tidings Cooperative. Dann nennen wir das einfach Plasm. Und Cooperative, genau. Plasma und als viertes noch das Sturmgewehr. Sunshine Tidings Cooperative. So, alles ist gut. Curry. Guck mal, Curry. Magst du das mal alles aufräumen hier? So ein bisschen Ordnung schaffen? Ah, das ist die Aufgabe des Generals, der Minuteman. Ja? Ja, wir machen das schon für euch. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Gut, gut, gut. Bleibt mal ruhig alle hier. Ja, dann nehmen wir ihn, wie schon gesagt. Wenn sich da niemand anders anbietet. Brauchst du was? Was ist los? Was brauchst du? Erstmal gucken, was macht er denn hier überhaupt? Überhaupt nichts macht er, arbeitssuchend. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ja, was hat er denn Schönes dabei? Fangen wir mal mit der Kleidung an. Unterhemd und Jeans. Warum hat er zwei Kleidungsstücke dabei? Das ist auch schon irgendwie gruselig. Nun, er bekommt Polunder. Darf das auch gleich anziehen und wir nehmen ihm das hier ab. Und dann bekommt er noch Waffen. Die 10mm Sun... Nein, Starlight Drive-In nach Sunshine Tidings. Kooperativ, damit hat er dann schon mal die erste Waffe. Und die zweite Waffe, die Machete nämlich. Dann die nächste Waffe, die dritte Waffe, das Plasma-Scharfschützengewehr. Und das Sturmgewehr bekommt er auch. Ah, wunderbar. Alles ist schön sortiert. Nicht zu vergessen noch die Polizisten-Sonnenbrille. Auch das darf er ruhig haben. Und schon sofort aufsetzen. Eine bekommt er davon. Aufsetzen. Jawohl. Auswählen darf er gleich die Plasmawaffe. Und er bekommt noch Munition von uns geschenkt. Auch hier geben wir gerne großzügig wieder 50 Patronen ab. Und von der 5,56er auch. Ich weiß, dass ein Schuss reichen würde. Ach was, da haben wir gar nichts mehr von. Ja, da werden wir aber nachher verwirrt sein. Wenn wir ihn mal finden irgendwo und sagen, oh, da hat er ja zwei Schuss oder einen Schuss hat er verbraucht davon. Ja, verwirren wir jetzt uns etwas, aber nun gut. Was brauchst du? Vielleicht können wir die Patrone noch hier irgendwo finden. Ich bin mir sogar sicher, dass wir die noch finden. Wir bimmeln hier nochmal und suchen die eine Patrone mal. Was brauchst du? Was brauchst du? Nein. Ihr bleibt alle schön da stehen und wir gucken nach der letzten Patrone. Ach du meine Güte, wo finden wir denn die Patronen? Haben wir hier auch eine Patronensortiermaschine? Glasflaschen, Dünger, Plastik, Brennstoff und Patronen. Das geht hier rauf. Ach, wir wollten das ja auch mal alles schön benennen. Das geht hier rüber. Und hier geht's hin. Gut, da haben wir jetzt gleich alles rausgenommen. Das sollte ja so dann auch nicht sein. Moment mal. Ein Patrönchen brauchen wir nur davon. Und ein paar für uns vielleicht. Geben wir mal wieder so ordentlich was zurück hier davon. Ja, so geht das doch. Okay, Curry. Ja, umbenennen wollten wir das hier, damit wir die Lagerendbereiche auch irgendwie wiederfinden. 02 haben wir hier schon dran geschrieben, 01 und so weiter. Ja, das müssen wir dann nochmal machen. Hier sollte dann also eine riesige Liste entstehen, damit wir dann die Sachen auch schnell finden. Aber
Bis jetzt wissen wir noch so ungefähr, wo die ganzen Sachen landen letztendlich. Wo ist er denn jetzt? Was? Ja. Mach mir nicht viel aus, Good Neighbor. Da gibt's nichts da als Ärger. Ja? Was ist los? Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Okay. Okay, okay, okay. Dann nämlich eine Patrone noch. Ordnung muss sein. So. Was brauchst du? Was brauchst du? Brauchst du was? So, mein Gutster. Du darfst nämlich jetzt nach Sunshine Tidings. Wenn wir es finden. Hier ist es, Sunshine Tidings. Bestätigen. Oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles einmal weggeguckt und er hat's kapiert. Er hat's geschafft. Und ich möchte jetzt noch nicht voreilig mich freuen. Wir gucken erstmal schön auf unseren Pip-Boy. Sunshine Tidings ist verbunden. Von Sunshine Tidings geht's dann nach Grey Garden. Und wir haben fertig. Alle Siedlungen, bis auf unser Covenant, unsere Testsiedlung, bis auf die Siedlungen, die wir vielleicht noch nicht gefunden haben, alle Siedlungen sind miteinander verknüpft. Wir haben fertig. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir jetzt die Sektkorken knallen lassen dürfen. Wir haben es geschafft. Sofort geht's weiter nach Taffington Bootshaus, um dort dann den letzten Schliff der Siedlung noch den letzten Schliff zu verleihen. Das heißt, wir werden dort noch einmal ins Baumenü und gucken, was wir dort alles bauen können. Ja, aber soweit sind wir fertig. Ist es nicht schön? Alle Siedlungen sind verbunden. Schade ist es, wie gesagt, nochmal, dass wir einige Verbindungsrouten nicht wirklich kappen konnten mehr. Nicht mehr wirklich. Und hier bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so ist, wie wir das haben wollen. Aber ich denke schon, es geht so. Ja, wir hätten von der Burg jetzt hier hingehen können, aber dann müssten die Versorger, ja, das wäre Quatsch. Nee, das ist schon ganz gut so, glaube ich. Von der Burg ist die nächste Siedlung Bunker Hill und von da, ja, geht's dann eben hier rum. Alles schön über die Landwege, vielleicht teilweise zumindest. Alles passt und wir haben es geschafft. Los. Ein wenig traurig bin ich schon. Was vielleicht fangen wir sofort nochmal an. Auch das Gesicht hier kommt mir so seltsam vor. Kannten wir das Gesicht schon? Brauchst du was? Ja, vielleicht, nachdem wir es jetzt geschafft haben, gehen wir nochmal rum, lösen alle Versorgungsrouten nochmal auf und fangen nochmal von vorne an. Natürlich machen wir das nicht, liebe Welt da draußen. Wie ich schon sagte, wir sind fertig mit den Versorgungsrouten. Das musste ja einmal kommen, das war vorauszusehen. Gut, hier ist alles schon rausgesaugt. Wir können ein bisschen was trinken und dann geht es gleich weiter nach Taffington Bootshaus. Oh, wir haben aber Durst. Gut, ein Stündchen schlafen wir hier, falls irgendetwas mal schief geht. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Curry, ist das nicht toll? Ah, was ist das? Moment. Ah, das ist der... Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar. Der kommt von... Ja, von der Abernathy Farm. Alles ist gut, alles passt. Liebe Welt da draußen, es hat funktioniert. Es funktioniert. Ach, wie schön. Gut. Vorsicht. Man braucht noch so Schilder. Die müsste man dann hier aufbauen. Vorsicht vor den hoppelnden Brahminen. Und ja, den Plan nicht außer Acht lassen, also Taffington Bootshaus, unser nächstes Ziel. Vorbei an Covenant vielleicht, das dort liegt vor uns. Und ich spiele schon mit meinen Gedanken wieder. Was bauen wir denn Schönes noch in Taffington Bootshaus? Wir wollten dort ein paar mehr Insekten anlocken und Insektenkäfige aufbauen. Das war eine Sache, die wir machen wollten. Aber da haben wir kaum mehr Platz dafür.
Ja, der letzte Schliff eben, wie gesagt. Irgendetwas fehlt noch. Ich glaube, 2, 3 Arbeitssuchende sind noch da. Hier strahlt es. Vorsicht. Da sind so Container. Hinter dem Automobil dort. Ach, Desas Limonade. Ja, wo ist er denn? Da nehmen wir doch gleich wieder was mit. Hier kriegst du deine Limonade. Hey, Desar. Möchtest du eine kostenlose Limonade? Dann gib uns eine Limonade. Ich nehme eine. Bitte. Vielen Dank. Eine pro Tag reicht, habe ich mir sagen lassen, schon beim letzten Mal, als wir hier bei dir waren. Ja, und das passt mir mit Covenant nicht, dass es dort immer brennt. Das ewige Feuer. Und dass man daraus nicht wirklich noch irgendetwas basteln kann. Oh, was ist denn hier los? Ah, Insekten greifen an. Na gut. Oh, Moment, da können wir doch helfen. Oder ich. Zu spät? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel hatte. Roter Witwenblutkäfer, ja, das habt ihr aber richtig gut hinbekommen. Und zwar richtig gut. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Und wir haben sogar 2 Insekten gefangen. Ja, da stelle ich mir die Frage, ob wir einen Beta-Wellen-Emitter aufbauen sollen oder ob wir nicht sogar schon einen aufgebaut haben. Ich tippe fast darauf, dass wir schon einen aufgebaut haben. Und wo könnte er sein? Hier oben drin könnte er sein. Vielleicht. Schauen wir mal nach dem Beta-Wellen-Emitter. Dann können wir uns bei der Gelegenheit auch gleich mal umschauen, wie wir das hier überhaupt alles gebaut haben. Ja, alles nicht, aber so ein bisschen. Ja, hier gibt es leider keine Leitern, nur Treppen. Aber kein Beta-Wellen-Emitter hier, was? Viele Betten, da könnte man vielleicht auch noch das irgendwie etwas anders hinbauen. Gut, wenn da kein Beta-Wellen-Emitter ist, dann haben wir wahrscheinlich... Ich kann einfach nicht verlieren. Der Automat. Ja, dann haben wir wahrscheinlich auch keinen Beta-Wellen-Emitter. Hier könnte ich mir noch einen vorstellen. Oh. Und hier drin kann ich mir ebenfalls einen vorstellen, weil das ja quasi das Wachhaus hier ist. Schön mit der Anmeldung hier vorne. Mit dem Photoropter, um die Augen zu prüfen. Ja, der will Wache werden bei uns, da muss da aber die Sehkraft erstmal überprüft werden von ihm. Naja, aber so viel Platz jetzt für einen Beta-Wellen-Emitter sehe ich hier drin jetzt gar nicht mehr. Nein, das steht hier alles gut. Ja, was habe ich gerade gesehen? Wir haben 2 Aufgaben offen. Was ist denn da los? Hilf bei der Verteidigung von Longfellows Hütte, tut mir leid, das können wir nicht machen. Hilf bei der Verteidigung von der Slog können wir auch nicht machen. Ach, guck an. Hol die Beute der Bande aus dem Safari-Adventure. Haben wir gemacht. Ich glaube, da kommt nichts Neues mehr hinzu. Wir haben uns ja damals gegen diese Raider-Geschichten entschieden. Ja gut, für die Railroad, na, da könnten wir Pam also Bericht erstatten, ja. Und die stählernen Schatten fangen wir erst an, wenn wir fertig sind mit den Siedlungen. Stichwort Siedlungen. Stichwort Beta-Wellen-Emitter.
Es sieht hier etwas leer aus, finde ich, für sein Büro. Hier könnte noch ein bisschen was hin. Naja, gut, aber erstmal das erste der Beta-Wellen-Emitter, damit, wenn wir die Käfige aufmachen, damit auch alles dann sicher ist. Und ich sagte, hier könnte ich mir einen vorstellen, hier drin. So, der gute Beta-Wellen-Emitter, damit uns unsere gefangenen Tiere nicht angreifen. Oh, da passt er schon mal gut hier rein. Gar nicht passt er. Ja. Das ist ja auch nichts. Na gut. Direkt oben auf das Dach. Ja. Oh. Das gab eine Beule jetzt. Aber nur eine kleine. Ach, direkt hier an der Tür. Das sieht dann auch alles so zugebaut aus. Ja, vielleicht direkt hier hinter. Aber da kann ich mir auch gut ein paar Schränke noch vorstellen. Ja, wohin mit dem Beta-Wellen-Emitter? Direkt am Eingang hier vielleicht. Bei einem möglichen Angriff wird er dann gleich zerstört und alle Viecher, die wir haben, werden aggressiv. Ach, aber ich glaube, das geht am Eingang hier. Das können wir ganz gut machen. So vielleicht? Ja, verbinden können wir den auch und dafür bauen wir... Ich bin dafür, dass wir einen Schalter noch dazwischen bauen. Ja. So einen An- und Ausschalter schön hier dran. Ein bisschen niedrig, was? So zum Beispiel. Und damit das schön aussieht, nehmen wir uns dann hier so eine Leitung. So etwas. Und bringen das dann so an. Die Leitung. Zum Schalter und vom Schalter über weitere Stromleitungen. Wo sind sie? Oh, diese hier zum Beispiel. Oder sieht noch schöner aus, wenn wir das hier so rüberziehen, meine ich. Nämlich, Verzeihung, so, Schalter, Schalter, Stromleitung, nein, nur ein Schalter. So, das bringt sogar ein bisschen was an Licht und wir können das ein- und ausschalten. Das bedeutet, wenn wir nämlich jetzt hier, wo ist der Schalter? Ach, hier. Wenn wir das jetzt öffnen, sind die Kreaturen, die hier rauskommen, friedlich durch den Beta-Wellen-Emitter da drin. Da haben wir einen leuchtenden Stechflügler und oben eine eklige Blähfliege. Die gehören jetzt zum Inventar. Nun gut, rausgelassen. Das ist eine eklige. Was ist das? Eine eiternde Blähfliege. Ja, ekliger geht's ja kaum mehr. Damit können wir jetzt aber die Käfige reparieren und die nächsten Wesen einfangen. So, der hier, der leuchtende Stechflügler, bringt uns 8 Schutz. Die eiternde Blähfliege nur 2. Und die Käfige können wir also reparieren.
Das hat mir gerade noch gefehlt. Eine anhängliche Blähfliege. So, Insektenkäfig reparieren für einmal Stahl, einmal Kupfer und Maulwurfsrattenfleisch auch einmal. Ich hoffe, wir haben genug Maulwurfsrattenfleisch dann. Hier oben, den können wir auch vielleicht reparieren noch. Ja, ein bisschen Maulwurfsrattenfleisch haben wir noch. Sehr schön. Dann schalten wir wieder ein, die Falle. Und alles ist gut. Und bald wird es hier nur so wimmeln von ekligen Kreaturen. Dann können wir irgendwann mal den Beta-Wellen-Emitter ausschalten. Oder wir stellen... Ja, das ist sowieso, finde ich, eine gar nicht so üble Idee. Haha, wir stellen irgendwo... Oh Gott, Verzeihung, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Wir stellen irgendwo einen Maulwurfsrattenkäfig noch auf. Mit extra Stromkreis, beziehungsweise nicht ganz hier in der Nähe, auf der anderen Seite vielleicht. Da gucken wir jetzt mal, wo das am besten hinpasst. Denn wenn wir dann die Maulwurfsratten rauslassen, dann können sie gleich gegen die Stechflüger, gegen die Insekten kämpfen. Die Siedler freuen sich vielleicht. Und ja, wir erhalten das Fleisch daraus. So oder so. Eine Win-Win-Situation. Obwohl, naja, Win-Win für die Maulwurfsratten dann nicht unbedingt. Aber für uns. Und darauf kommt es doch auch an. Mal sehen. Maulwurfsrattenkäfige also. Dann haben wir nämlich gleich immer, dann produzieren wir hier gleich immer das Fleisch, das wir auch brauchen für die Insektenkäfige. Das ist doch gut. Ja, aber so ganz hier auf der Straße möchte ich den jetzt auch nicht stehen haben. Ach, dafür brauchen wir Hundefutter in der Dose, um die anzulocken. Ja gut, hier würde ich das schon begrüßen, wenn das hier so hin könnte, aber hier haben wir ja die WCs. Direkt daneben vielleicht hier so hin. Ja, das scheint mir auch irgendwas... Okay, es wird schon zu dunkel, wie man merkt. Ich sehe schon nichts mehr, also wird erstmal geschlafen. Ja, da haben wir irgendwas gepflanzt. Eine Melone war dort. Deswegen konnten wir den nicht dorthin stellen. Aber kein Problem. Wir gehen erstmal schlafen. Haben wir zufällig etwas aufbereitetes Wasser hier drin? Aufbereitetes Wasser hier, ja, ein bisschen haben wir hier drin. Über 400 Teile. Und Kronenkorken. Und da haben wir schon angefangen, hier die Baseballschläger zu basteln. Damit jeder unserer Siedler hier in Teffingen Bootshaus auch einen Baseballschläger bekommt. So, schlafen. Und am nächsten Tag schauen wir dann eben... Schauen wir uns um, wo hier die Maulwurfsrattenkäfige hin können. Und dann können wir demnächst doch auch mal schauen, wie wir unsere Siedlungen denn spezialisieren. Ich stelle mir gerade zum Beispiel vor, dass wir in Sunshine Tidings zum Beispiel viele Maulwurfsrattenkäfige noch aufbauen. Also das meine ich damit, dass wir Siedlungen haben, die uns dann mit dem nötigen Fleisch versorgen. Ist das nicht schön? Nun, wie machen wir das? Hier soll die Melone dort bleiben oder nicht? Es kümmert sich niemand darum, von daher... Setzen wir sie vielleicht erstmal hier vorne irgendwo hin. Und dann könnte hier schon mal ein Maulwurfsrattenkäfig hin. Dachte ich zumindest. Jetzt will es aber gar nicht so. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. In der Luft hängen haben wir sie nicht so gerne, die Käfige. Aber so ein bisschen geht das doch. Vielleicht kriegen wir sogar zwei hier nebeneinander. Schade. Warum nicht?
hier zwei nebeneinander. Ja, da stelle ich mir gerade, wo ich das hier mit dem Hundefutter so sehe, die Frage, ob wir in dieser Siedlung überhaupt schon eine Hundehütte haben. Für einen Hund, einen Streuner. Ja, direkt hier so auf die Straße, das gefällt mir jetzt auch nicht ganz so gut, aber... Wenn es sich nicht anders regeln lässt, ja, dann stellen wir das da eben hin. Ich meine, hier könnte ruhig noch eine dazwischen passen. Wäre nicht so schlimm. Hier haben wir das Wasser. Und vielleicht direkt hier so am Klingenkorn. Passt da noch eine dazwischen? Nö, ganz schön. Ach so, ja, hier. Direkt ins Klingenkorn. Na, das ist nicht so schön. Da können die Maulwurfsratten vielleicht das Klingenkorn noch düngen, irgendwie. Ja, ich kann mir fast vorstellen, dass wir das mit dem Betonpfeiler-Glitch vielleicht hier doch noch irgendwie aufgebaut bekämen, so wie wir das wollten. Drei Stück haben wir jetzt davon. Acht können wir noch bauen. Ja, vielleicht reichen aber auch drei. Dann schauen wir mal, dass wir die noch irgendwie sinnvoll verbunden bekommen. Nämlich auch mit einem An- und Ausschalter. Energie braucht es hier. Haben wir hier oben. Das können wir gleich von da nehmen. Den An- und Ausschalter bauen wir vielleicht hier direkt an das Plumpsklo. Wobei ich mir Sorgen mache, dass wenn Siedler kommen, die denken dann vielleicht, das wäre der Lichtschalter. Und lassen dann die Maulwurfsratten frei. Das wäre ja auch nicht so schön. Und dann nehmen wir lieber hier so einen eingeschalteten Energiepylon. Der fällt vielleicht etwas mehr ins Auge. Sollten wir das nicht etwas weiter wegbauen, denn wenn wir das hier an- und ausschalten, dann werden wir wahrscheinlich sofort angegriffen. Hier so hin, das wär's doch. Nur von wo bekommen wir hier Energie? Ah, das werden wir schon finden. Hauptsache, wir haben erstmal den An- und Ausschalter. Wenn Leute angreifen, können sie gleich hier an den... eingeschalteten Energiepylon und Chaos verbreiten, indem sie die Maulwurfsrädchenratten dann freilassen. Ja, das zum einen. Entschuldigung, ich glaube, dass da sich irgendwas festgesetzt hat. Das will nicht mehr richtig raus jetzt. Aber okay, das wird schon. Natürlich. Und... Ich würde es wirklich prima finden, wenn hier irgendwo noch einer hinpassen würde. Ein Maulwurfsrattenkäfig. Hier so irgendwie. Vielleicht müssen wir diese Mutterbeerenpflanze dann wegtun dafür. Komm, ein Käfig noch, einer noch. Das ist jetzt nicht so schön. Ich mag das nicht, wenn das so in der Luft hängt. Aber so ein bisschen geht das. Da wird die Maulwurfsratte ja wohl runterhoppeln können. Ganz so klein sind die ja auch nicht. Gut, dann geht es jetzt ans Verkabeln. Das fröhliche Verkabeln. Ja, da nehmen wir doch
Die günstigen Sachen hier aus dem Voltec Workshop, diese hier, super. Da oben, dann ist es vielleicht so ein bisschen versteckt. Vielleicht kriegen wir das sogar noch höher. Ja, gut, das war jetzt ein Millimeterchen noch. Ja, von dort aus können wir vielleicht direkt das Kabel hier rüberziehen. Ich weiß nicht, welchen Sinn das ergeben soll. So richtig sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Ja, aber man sieht es kaum, also von daher finde ich das, ja doch, ist schon okay. Und dann von hier aus das Kabel, da geht ja schon was darüber zum Haus scheinbar. Wo geht denn das hin eigentlich? Ein Kabel zum Haus. Mitten durch hier. Und es geht auch nur zum Haus, wie es aussieht. Aha. Dorthin also, na gut. Mhm. Ja, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Hier oben haben wir noch Energie. Soweit. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Hier kommen wir gar nicht rum. Okay, dann ziehen wir das eben hinter uns her. Mal sehen. Ja, das mit dem Gesumme gefällt mir schon mal nicht so gut hier. Und das passt nicht, weil... Ach so, hier vorne können wir dran gehen. So, da haben wir schon mal Energie hier. Oh, Moment, das wäre schön, wenn man hier oben drauf einsetzen könnte. Aber konnten wir das jemals oben auf seinen Pöller einen mitten oben drauf setzen? Ja, ich glaube, es war manchmal grün jetzt. Es war ab und zu, hat man es grün gesehen. Da. Grün. Ja, das sieht doch schön aus. Ja, dann läuft das nämlich alles hier über den Pfosten da oben. Schön. Hoffe ich mal, dass das schön wird. Zum Beispiel so. Und so. Und hier dann noch. Schön, so. Na, ah, das können wir uns sparen, denke ich. Jo, dann nehmen wir von hier Strom, dachte ich mir. Ich weiß, dass wir direkt von hier oben nehmen könnten, aber so ist es doch schöner, oder? Ich finde schon. So, nämlich... Oh, hoppla. Und außerdem dann von hier darunter... Na, das können wir aber auch schöner machen. Moment mal. Nicht, dass da jemand vorläuft. Ja, so vielleicht direkt... Ist
Natürlich die Frage, ob wir das dann rumkriegen. So schön wird's sein. Naja, was man eben so schön nennt, ihr wisst schon. Aha. Ja, da bekommen wir das erstmal nicht so rum, wie man sieht, aber da können wir doch bestimmt hier drunter noch einen pflanzen. So zum Beispiel. Ja, und hier drüben haben wir, ach so, da haben wir auch noch einen stehen. Aber kein Problem. Da setzen wir das dann hier schön an die Seite. Na gut, das ist jetzt schwierig, weil wir außerhalb des Baubereichs sind. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Vielleicht von hier drüben. Oder vielleicht, wenn wir uns ganz schnell beeilen. Na, so schnell sind wir nicht. Ach, da war es fast. Passt. Ja, wunderbar. Wollte ich nur mal sagen. Und es passt von da nach da. Ich schalte ja immer ganz gerne so eine Kette. Wobei ich natürlich auch oft auf anderen Kanälen gesehen habe, dass es besser ist, das eben nicht zu tun. Aber wir wollen ja sehen, wenn was kaputt ist. Scheint wirklich was zu werden. Das ist jetzt, denke ich, Geschmackssache. So, die Käfige sind damit alle aktiviert und wir können sie testweise, machen wir das auch mal, deaktivieren. Das heißt testweise, wir könnten doch eigentlich hier irgendwo eine Lampe dazwischen bauen, dann sehen wir doch, ob das läuft oder nicht. Dann nehmen wir das hier weg. Bauen hier ein, stellen hier ein Baulicht hin daneben. Das beleuchtet dann auch gleich schön das Klingenkorn und das WC. So nämlich. Wo ist es? Da ist es. So, Baulicht dazwischen geschaltet als Kontrolllicht. Es leuchtet. Was haben wir denn hier aufgebaut? Hundekäfige so viele? Oh mein Gott! Warum sagt mir das denn niemand? Ich dachte schon, Maulwurfsratten, Hundefleisch in der Hundefutter in der Dose wollen sie. Oh nein. Das wird jetzt aber. Warum habe ich denn Maulwurfsratten? Ich habe einfach irgendeinen Käfig genommen, oder? Hundekäfig, in der Tat. Katzenkäfig, Maulwurfsrattenkäfig. Dafür brauchen wir Red-Kakerlakenfleisch. Insekten. Ist ja jetzt nicht so schlimm, aber schön ist es auch nicht. Jetzt stört hier natürlich das Licht, das Baulicht. Ich hoffe, die anderen Käfige stimmen dann wenigstens. So viele Hunde brauchen wir doch hier nicht. Es soll ja keine Hundesiedlung werden. Aber das ist doch jetzt schnell. Der Fehler ist doch schnell korrigiert. Das heißt, wir haben zu wenig Red-Kakerlakenfleisch. Da bauen wir Hundekäfige ohne Ende. Brauchen wir denn Hundefleisch für irgendetwas? Ja, ich find's nur gut, dass uns das noch aufgefallen ist jetzt. Meine Güte. Da
Hätten wir ja geguckt, wenn wir die Maulwurfsratten alle freilassen wollen. Ja, Hundekäfige haben wir hier. Oh nein. Wo bekommen wir jetzt Red-Kakerlakenfleisch her? Ja, wir brauchen mehr Insekten. Irgendeine Siedlung muss im großen Stil Insekten anziehen. Sunshine Tidings? Nee. Naja, da wird uns schon was einfallen, aber... Hundekäfige. Alles hier oben auch. Oh nein. Ja gut, dann machen wir mal das Beste draus. Da interessiert mich doch sowieso, wenn wir diesen Hundekäfig verwerten, was bekommen wir daraus? Nur 3 Stahl und einmal Hundefutter in der Dose. Okay. Und wenn wir es aufbauen wollen würden, bräuchten wir 6 Stahl, 3 Hundefutter in der Dose und 1 Kupfer. Ja, also das ist ganz schön teuer. Aber wir verwerten diesen Hundekäfig jetzt. So. Das fehlt ja auch noch, dass wir dann hier einen Streuner rumlaufen haben. Wobei ich die leuchtenden Streuner gar nicht so unhübsch finde. Die sind schon ganz nett. Ja, wo bekommen wir jetzt Red-Kakerlaken-Fleisch her? Vielleicht von unseren Händlern. Das finde ich ist doch mal eine Idee. Da haben wir uns verlaufen jetzt, ne? Hier geht es gar nicht nach oben zu den Händlern. Müssen wir den anderen Turm nehmen, diesen hier. Ja, das Gesumme und Gesurre soll ja nicht bleiben. Dafür wollen wir ja die Maulwurfsratten hier anlocken. So, eine kleine Bar und wir haben hier... Ups, hoppla, wir sind zu schnell wieder. Eine große Bar, hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Ja, und etwas Red-Kakerlakenfleisch. Wo haben wir es denn? Klar, zeig mal, was du da hast. Sag mir, was du haben möchtest. Oh nein, wir hätten uns doch schnell noch umziehen sollen, aber das ist jetzt auch egal. Das Bier kaufen wir mal so. Eichhörnchen am Stiel, ebenfalls eingelegtes Fleisch. Brauchen wir das für irgendwas? Ich weiß nicht, ob man damit Katzen fängt. Aber ich glaube, nein. Katzen fängt man mit Weichschalen-Majolokfleisch, meine ich. Red Skorpionsei, das ist doch auch relativ selten. Ja, so sieht's dann erstmal aus. Soll ich etwas für dich tragen? Keine Red-Kakerlake Curry. Was machen wir denn jetzt? Das Red-Kakerlaken-Haus hat auch keine Red-Kakerlaken. Ich glaube, in der Andrew Station könnten wir noch welche finden. Ist aber auch dann fraglich und man weiß jetzt nicht, wie viel. Außerdem draußen wüsste ich jetzt auch keinen Ort, an dem wir noch Red-Kakerlakenfleisch finden könnten. Hundekäfige. Dabei sind die extra farblich irgendwie voneinander, lassen die sich unterscheiden, aber auch egal, wir bauen Hundekäfige. Lesen, wer braucht schon Lesen? Bist du der Richtige? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar doch. Teffigen Bootshaus nach Außenposten Simonia, er ist der Richtige, wie schön. Ja, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal kontrollieren hier, aber der war da gerade so schön. Hm.
Ja, schön. Versuchen wir aber doch mal eins noch zum Abschluss. Funktioniert das denn mit unserem... Was haben wir denn hier schon wieder gemacht? Wir sind ja total von der Rolle. Was ist denn... Wieso haben wir hier einen Schalter? Das sollte doch schön gehen. Wieso haben wir das nicht gemacht? Den Schalter da schön dazwischen gebaut. So, wir stellen also irgendwo einen Schalter auf und hoffen dann, dass es von alleine dann alles funktioniert. Ja. Moment, dann muss die Stromversorgung nämlich, die darf dann nicht hier dran, die muss erst zum Schalter, ganz einfach. Ist ja nicht so kompliziert. Und zwar diese Stromversorgung. Ja, von hier. Ja, jetzt machen wir es uns doch etwas kompliziert, aber wenn es einfach ist, warum? Wir sind doch wir, das kennt man doch schon. Dabei hätten wir das doch hier über den oberen Pin machen können, natürlich. Aber egal, wir machen das neu jetzt. Stromversorgung, Schalter vom Schalter. Egal wohin. Also entweder hier dran oder da drüben dran, das spielt dann eigentlich keine Musik. Ja, dann nehmen wir... Strome nehmen wir von hier. Was ist das denn hier für ein Kabel? Ach so. Das ist nur das. Also Strom nach hier, nach außen. Zack, 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 zack. Hier rüber, da rum und da runter. Ja, machen wir das doch so. Ja, warum eigentlich auch nicht? Das geht doch alles. Haha, ich höre schon. Wieder gewonnen. Ja, wie schön. So, dann kommt das nämlich hier dran. Und damit wir hier schön um die Ecke kommen, kommt hier sofort eins dran. Und wir... Ja, wir verkabeln das schön. So, ein bisschen nach oben. Na, ob wir so weit kommen... Da vielleicht hin und dann nach unten hier. Müssen wir erstmal schauen, wie weit wir hier kommen. Ja, liebe Welt da draußen, kann passieren. Erstmal dieser Fauxpas mit den Hundehütten und dann das mit der Verkabelung. Nein! Und jetzt am besten hier noch die Hütte einreißen. So weit sind wir doch schon mal. Dann hier rüber. Und wo ist der Schalter? Da unten irgendwo. Da müssen wir also hier rüber. Aber dann vielleicht auch wieder runter hier. Joa, das schaffen wir doch. So nämlich, so, ist doch kaum zu sehen, das Kabel. Da sind wir doch schon fast da, wo wir hinwollen. Oha. Ja, okay.
Und es klappt nie, hier oben einen draufzusetzen. Warum versuchen wir das jedes Mal wieder von neuem? Immer wieder. Ah, ja. Dann machen wir das eben anders. Wir legen das hier brav hier rum. Artig. So geht's doch auch mal. Aha. Na also. Da haben wir es doch gleich fast. Moment, warum? Aha, was ist denn... Achso, das steht so weit hinten hier. Ja, da haben wir schon mal den Schalter hier unter Strom gesetzt und jetzt müssen wir nur noch vom Schalter Strom wieder hier raufbringen, zum Beispiel. Ja, und dann bringen wir direkt hier Strom hin, meine ich. Ist ein bisschen niedrig, oder? Man könnte sich noch den Kopf stoßen. Das ist richtig. Und so, ja, dann bauen wir hier zwischen noch eine Lampe. Das Kontrolllicht. Das kann ja hier schön nach draußen leuchten. Die Straße so ein wenig beleuchten. Ja gut, natürlich der Hundekäfig muss weg, da muss noch was Ordentliches hin. Das passt mir jetzt aber gar nicht, dass das hier so... das könnte besser irgendwo oben sein, finde ich. Müssen wir mal sehen, ob wir das in der nächsten Folge noch fix ändern irgendwo. Fix fixen. Ja, ansonsten sollte jetzt hier drüben das Licht auch leuchten. Sehr gut. Und wenn wir es ausschalten, dann gehen die Lichter aus. Schwupp. Das Licht ist aus. Und hier drüben, das ist auch aus. Sehr schön, dann haben wir es also in dieser Folge geschafft, erstmal ganz am Anfang schon die letzte Versorgungsroute zu bauen zwischen Starlight Drive-In und Sunshine Tidings Kooperative. Und wir haben es geschafft, hier keine Maulwurfsratten, einen Maulwurfsrattenkäfig aufzubauen und einen Beta-Wellen-Emitter aufzubauen und ansonsten fälschlicherweise die Hundekäfige aufzubauen. Ja. Das war Gegenstand dieser Folge. Dann darf ich mich jetzt bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.